Ja, hi. Also als erstes würde ich mich mal für die Qualität der Kamera entschuldigen. Leider stehen mir momentan keine anderen Mittel zur Verfügung. Was will ich mit dem Video? Ich habe eine Angststörung und bin Hypochondriker. Habe selbst lange auf YouTube gesucht, ob ich da vielleicht Vergleichbares finde von Leuten, die auch ihre Geschichte darüber erzählen. Leider habe ich nichts gefunden, was vielleicht auch wieder zeigt, wie verpönt das Ganze in der Öffentlichkeit noch ist, wo wir beim Thema sind, warum ich diese Sonnenbrille trage, wo mir auch die schlechte Qualität der Kamera wahrscheinlich zugutekommt, außerdem die Kapuze. Ich möchte einfach mal euch erzählen, wie es mir geht. Regelmäßig in einer Vlog-Reihe. Weiß ich gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall, aktuell habe ich starke Kopfschmerzen. Was heißt Kopfschmerzen? Eigentlich sind es gar keine Schmerzen. Es ist mehr so ein dumpfes, ziehendes Gefühl. So ein Gefühl der Angst, das manchmal von unten hochkommt und was mich fast in Panik versetzt, was mich aufschrecken lässt. Und das mehrmals am Tag ist halt auch meine Frau, kennt ihr das Gefühl schon über Wochen, ein dumpfer Kopfschmerz zu haben. Und euch schon Sorgen zu machen. Ich denke mir dann immer, es passiert nichts. Es passiert nichts, denke ich mir immer. Aber das immer und immer wieder zu denken, das dir auch selber vorzusagen, das ist verdammt anstrengend. Noch ein Grund für mein Aussehen und für das, dass ich so versteckt bin, ist mit Sicherheit, dass die Öffentlichkeit damit nichts anfangen kann. Dass, meisten Leute können gar nicht verstehen, warum wir Angst haben. Gerade ich mit meiner Hypochondrie oder auch seine generalisierte Angststörung, seine Panikstörung, spezifische Angststörung und so weiter und so weiter. Ich meine, vor 20 Jahren, ich bin jetzt 39, vor 20 Jahren hätte ich das niemals gedacht, damit ich so ein paar Jahre später meine erste Panikattacke bekomme. Ich glaube, ich hätte das auch niemals verstanden. Ja. Dennoch ist es irgendwie schwer, denke ich, das zu begreifen für Angehörige und Außenstehende. Aber ich glaube auch, dass die es sich auch oftmals zu leicht machen. Aktuell geht es mir nicht so gut. Ich habe einen Job. Also ich arbeite noch, Früh- und Spätschicht. Ich bekomme Krankengymnastik für Nacken und Kiefer. Bin in psychologischer Behandlung und habe jetzt angefangen, Pregabalin zu nehmen, in einer sehr niedrigen Dosis. Meine Hausärztin wollte es mir mit 25 Milligramm anbieten. Ich hatte früher schon 50 Milligramm und habe jetzt selbstständig auf 75 Milligramm erhöht. Sollte man nicht machen, aber wenn es hilft gegen die Angst, scheißegal. Ich bin so verzweifelt, dass mir egal ist. Hauptsache,
Gitter, die Angst ist weg. Ja. Ich liege halt abends Bett neben meiner Verlobten und ich lebe, ich bin wach. Gerade vermehrt beim Einschlafen passiert mir das, dass ich diese Angst spüre und so ein bisschen panisch werde. Dabei auch mein Kopf die Verspannungen oder das Ziehen und Druckgefühl zunimmt. Früher waren es ein Herzstolperer, wo man aber auch dazu sagen muss, dass ich dreimal Vorhofflimmern hatte, was aber mit einer Kryoablation behoben wurde. Eigentlich bin ich kerngesund. Und ich reiß mich momentan auch zusammen, kein MRT-Termin wahrzunehmen. Weil ich war schon zweimal darüber wegen Kopfschmerzen. Das ist ja mir so peinlich, ne? Der Weg zum Arzt wird auch immer peinlicher. Ich war die Woche zweimal beim Arzt. Montag wieder zum Arzt nach meiner Arbeit, was ja auch noch so ein Grund ist. Ich bin noch Leasing in einer Firma und klar mache ich mir Druck, weil ich einen Vertrag will von der Firma, der am 10.1. ausläuft. Ist ein Stressfaktor mit Sicherheit. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr vielleicht mir ein bisschen was von euch schreibt. Ja, dazu, ob ihr das alles so kennt, wie ich das jetzt kurzfristig angeschnitten habe. Ich bin noch ein bisschen unerfahren mit so Vlogs, also die Worte kommen auch nicht so flüssig. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ja vielleicht sogar ein bisschen was entstehen wird, wo man sich auch drüber austauschen kann. Angstfreie Zeit wünsche ich euch.